Sie rannten quer durch das Wohnviertel im Leipziger Stadtteil Paunsdorf, machten offenbar Jagd aufeinander, mehrere junge Männer. Später steht für die Polizei fest, es waren 25 bis 30 Syrer, die in eine Schlägerei verwickelt waren. Als der Streit eskalierte, flüchteten einige in eine Straßenbahn, die gerade an einer Haltestelle hielt. Ihre Gegner oder Angreifer folgten ihnen zum Teil oder bewarfen die Straßenbahn mit Steinen. In der Tram gingen die Kämpfe weiter, Steine flogen, mit Messern wurde gekämpft. Die Straßenbahn und das Auto eines Unbeteiligten wurden erheblich beschädigt. Anwohner schildern die Situation so. Ich habe das vom Balkon aus beobachtet, dass es waren Knalle, Schüsse gefallen und da habe ich dann halt geguckt. Und dann habe ich gesehen, dass sie halt die Straßenbahn so ein bisschen zerdämmert haben. Ich bin erschrocken, total erschrocken und frage mich, wo ich hier lebe, gerade eben. Also, weil sowas darf eigentlich gar nicht passieren. Schon nicht auf einer Straßenbahn, wo vielleicht kleine Kinder drin sitzen. Die Sanitäter mussten drei Menschen mit Stichverletzungen versorgen. Einer der Männer ist schwer verletzt. Alle sind Beteiligte der Prügelei. Die Polizei griff mit einem Großaufgebot ein. Mehrere Männer wurden festgenommen, später aber wieder laufen gelassen. Warum es zu der Schlägerei kam, dazu gibt es bislang keine Angaben. Gegen neun Syrer wird wegen Landfriedensbruch ermittelt.